Und dann bin ich dahin gefahren und ich habe vom ersten Tag an normal gegessen. Und die nächsten Tage, die waren dann wirklich, ja, als wäre ich neu geboren. Als ich 15 Jahre alt war, da war ich in der 8. Klasse, hörte ich eines Tages auf dem Pausenhof einen Junge sagen: Schau dir die mal an, die hat einen fetten Hintern. Und ich habe das gehört und dachte, fett gleich dick, und dick will ich nicht sein, also will ich abnehmen. Ich habe mir überlegt, wie machst du das? Und ich entschloss mich, jegliche Art von Süßigkeiten auszulassen. So nahm ich innerhalb einer Woche zwischen 7 und 10 Kilo an Körpergewicht ab. Und das gefiel mir. So entschloss ich mich, noch weitere Kilos zu verlieren. Ich habe viel Sport getrieben, weiterhin Fußball gespielt, bin mit dem Fahrrad gefahren. Und ich nahm dann in den darauffolgenden Wochen weitere 3 Kilo ab. So war ich bei einer Körpergröße von 1,63 noch etwa 46 Kilo. Das fiel dann auch meiner Mutter auf, die mich fragte, warum ich denn auf einmal so wenig esse. Gegenüber ihr habe ich nur gesagt, dass ich zurzeit einfach nicht so viel Hunger habe. Und damit ich dieses Körpergewicht halten konnte, habe ich dann das Mittagessen ausgelassen, abends nur noch was Kleines gegessen und morgens manchmal gar nichts oder ein Joghurt. Dasselbe war auch mit Milchkaffee. Ich hatte sehr gerne Cappuccino getrunken, aber plötzlich war dies nicht mehr möglich, einfach aus Angst, Milch enthält zu viele Kalorien und Fettanteile. Und so entstand automatisch ein sehr merkwürdiges Essverhalten, sodass ich dann während den nächsten 10 Jahren eigentlich komplett auf warme Mahlzeiten verzichtet habe, nur in äußerst seltenen Fällen. Wenn ich mit Freunden auswärts essen war, habe ich eine warme Mahlzeit zu mir genommen und sonst nicht. Und ich habe dann unterschiedlichste Essvarianten entwickelt, sodass ich über Jahre mich nur von Obst oder Gemüse ernährt habe oder eine Zeit lang nur von Brot. Und so war ich sehr, sehr eingeschränkt, was ich essen konnte, und aus einem anfänglichen, ja, veränderten Essverhalten wurde einfach ein innerlicher Zwang. Ich war nicht mehr frei. Ich konnte nicht mehr essen, was ich eigentlich wollte. Und von morgens bis abends quälten mich wirklich diese Gedanken: Wenn du das isst, wirst du dick. Ich schaute auf jeder Packung nach, wie viele Kalorien das Essen in sich hat, und habe die dann zusammengezählt. Und teilweise hatte ich auch Phasen, wo ich mir sagte, du darfst nicht mehr als 500 Kalorien am Tag essen. Und so ging das immer weiter, was ich selbst spürte irgendwann, dass es schon krankhaft war. Was für körperliche Beschwerden dann aber im Laufe der Zeit hinzukamen, waren Menstruationsbeschwerden. Das heißt, die Regelblutung blieb teilweise mehr als ein halbes Jahr aus. Und wenn ich mal was Süßes gegessen hatte oder eine warme Mahlzeit, hatte ich nachts dann oft Schweißausbrüche. Und als ich dann im Jahr 2018 mich entschloss, gemeinsam mit meiner Tochter an 2 Familienwochen des Bruno Gröning Freundeskreises teilzunehmen, habe ich mir überlegt, wie machst du das? Denn ich wusste, da wird das Essen angeboten, morgens, mittags und abends. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich nur von Nahrungsergänzungsmitteln ernährt, und ich habe mir zuerst überlegt, dass ich diese mitnehme. Ich habe mich dann aber an Gott gewandt und gebeten, was soll ich jetzt in dieser Situation tun? Weil ich wusste, ich will eigentlich nicht mehr, ich will gesund sein, und ich fühlte, dass das nicht gesund ist für mich. Und dann bekam ich den klaren Gedanken, du musst loslassen und vertrauen. Und dann begann aber so ein innerlicher Kampf,
weil ich spürte, wenn ich loslasse, dann werde ich beginnen, normal zu essen. Und ich glaubte, wenn ich normal esse, dann werde ich dick, obwohl ich ja nie dick war. Aber das war einfach so ein Glaubenssatz, der in mir fest war. Ja, und dann habe ich weiter gerungen und habe mir dann aber gesagt, doch, du tust das. Du vertraust jetzt, du glaubst und du lässt das los. Und ich habe gesagt, bitte Bruno, hilf du mir jetzt. Hilf du mir zu glauben, ich will glauben, aber ich selbst schaffe es einfach nicht. Aber bitte glaub du für mich. Und dann bin ich dahin gefahren und ich habe vom ersten Tag an normal gegessen. Morgens, mittags und abends. Das Erstaunliche ist, dass mir das während all dieser Zeit nicht aufgefallen ist. Erst als ich dann mit meiner Tochter am Flughafen stand und ich mir einen Schokoriegel gekauft hatte, da dachte ich, was ist denn das? Du hast ja jetzt einen Schokoladenriegel in den Händen und das hast du 11 Jahre lang nicht mehr gemacht. Das hätte ich mir nie gekauft. Und da wusste ich, du hast ja auch die Tage zuvor jeden Tag normal gegessen. Und dann kam so eine Freude und ich spürte das einfach, wie ein neues Leben ich geschenkt bekommen habe. Und die nächsten Tage, die waren dann wirklich, ja, als wäre ich neu geboren. Ich konnte wieder ganz normal backen und kochen und selbst dann auch davon essen. Das hatte ich all die Jahre zuvor nicht. Jetzt war auch, ja, die Gedankenwelt, sage ich mal, in meinem Innersten, die ist jetzt auch gesund und natürlich. Und ich fühle mich nicht mehr kontrolliert von irgendwelchen Zwängen, sondern ich bin einfach frei und kann jetzt wirklich glücklich sein und gesund und weiß auch, dass das Ganze mit dem Essen ja gesund ist und richtig und natürlich. Und dafür bin ich von Herzen dankbar.